Hello again. Ja, wie ihr vielleicht seht, stehe ich hier am Grand Hotel Taschenberg Palais Kempinski. Wir testen in dieser Episode Dresdens schönste Eisbahn. Und die erste, die steht hier direkt im Hof. Wir befinden uns hier inmitten vom 5-Sterne-Luxushotel. Und das Taschenberg Palais wurde im 18. Jahrhundert von Kurfürst August dem Starken und seiner Gräfin Kosel damals erbaut. So, und jetzt haben wir hier eine wunderbare Eisbahn. Ich denke, die testen wir mal aus, oder? Wir sind jetzt im Hellen hier, aber ich kann euch versprechen, dass wenn ihr abends mal in der Dämmerung kommt und hier noch die ganzen Lichter und sowas an sind, ich vermute, es ist noch ein Stück schöner als jetzt. Wenn ihr nach dem Eislaufen übrigens noch einen Drink nehmen wollt oder einfach ein bisschen Durst habt, da drüben ist eine Skihütte, da gibt es natürlich Glühwein und so weiter. Aber mein Tipp für euch, die legendäre Karl-May-Bar hier direkt im Taschenberg-Palais. So Leute, und damit wir auch ein bisschen in Wettbewerb reinkriegen, wird natürlich auch jede Eisbahn bewertet. Es gibt drei Kategorien. Die erste, Eisspaß. Zweite natürlich Catering und die Atmosphäre. Wir haben hier 500 Quadratmeter Eisfläche, die mega gut in Schuss ist. Also hier macht es richtig, richtig Spaß, Eis zu laufen. Von daher gibt es von mir für den Eisspaß 4 von 5 Schlittschuhen hier beim Taschenberg Palais Kempinski. Zweite Kategorie, Essen und Trinken. Wir haben sowas wie Bratwurst, wir haben sowas wie Laugenbrezel. Schaut mal her, Garnelen. Garnelen mit Hummersoße, Garnelen mit Knoblauchsoße. Also eine große Auswahl für euch. 4 von 5 Bratwürsten für das Catering hier. Zu guter Letzt bewerten wir noch die Atmosphäre. Wir waren in diesem historischen Flair hier großartig. Und ganz klarer Fall, 5 von 5 Sternen für die Atmosphäre hier. Ein kräftiges Hallo hier aus der Dresdner Heide, genauer gesagt vom Konzertplatz Weißer Hirsch. Wir testen heute eine weitere Eisbahn und auf geht's! Ja, wir haben hier nochmal eine ganz andere Facette an Eisbahn hier mitten im Wald, mitten in der Dresdner Heide. Herrliche Atmosphäre. Auch der Konzertplatz muss sich natürlich unserer strengen Bewertung unterziehen. Es gibt eine große Eisfläche, großartig ist die kleine Kindereisfläche, wo man noch Eislaufen lernen kann. Eis hatte ich schon mal eine bessere Qualität erlebt, aber es macht trotzdem Spaß hier zu laufen. Eisspaß, 3 von 5 Schlittschuhen. Ha! Schön mollig warm hier am Feuer und dazu einen leckeren heißen Glühwein. Hier gibt es also vom Rehbraten bis zur Bratwurst und bis zum Glühwein wirklich alles. Spitzenmäßig 1A Qualität, super lecker. Catering, 5 von 5 Glühwein. Kategorie Atmosphäre, wunderschönes Ambiente mitten in der Dresdner Heide gelegen, mit einer schönen Blockhütte, mit einer wunderschönen Eisbahn und einer wunderbaren Umgebung. Ganz klar 5 von 5 Sternen. Neuer Tag, neue Eislaufbahn, Energieverbund Arena. Hier im Ostergehege habt ihr die Möglichkeit, sowohl draußen als auch drin Eislaufen. So, die Eislaufsaison geht hier bis März und jeden Samstag gibt es hier eine große Eisdisco. Drin in der Halle und hier draußen auf der Eislaufbahn mit Live-DJs und bester Musik. Zeit für die Bewertung. Wow. Wir haben hier die größte Eislaufbahn Dresdens. Also mal Bock hat, hier richtig schnell zu fahren und sich mal richtig auszupowern. Großartige Möglichkeiten, deswegen Eisspaß, 4 von 5 Schlittschuhen. Wie ihr seht, habt ihr hier die Auswahl zwischen kleinen Snacks, natürlich auch Bratwurst, Bockwurst, Wiener. Dazu gibt es Glühwein, Säfte, Cola, Fanta, Sprite. Ist hier im Catering eigentlich alles geboten, was man braucht. Nicht ganz so exklusiv wie im Kempinski. 3 von 5 Bratwürsten. So, und natürlich bewerten wir auch hier noch die Atmosphäre. Es ist nett hier. Open Air sowie Halle. Für jedes Wetter was dabei.
3 von 5 Sternen für die Atmosphäre. Last but not least haben wir jetzt noch ein ganz besonderes Highlight für euch. Wir stehen hier am Stadion, am Rudolf-Harbe-Stadion. Da war dieses Jahr die Winterwelt und jetzt ist eine Eisbahn. Neben Fußballspielen gibt es ja manchmal Eishockey-Events, wie noch manchmal die Footballer Dresden Monarchs, gibt Konzerte von Stars wie Rammstein, Helene Fischer. So Leute, Eisspaß. Dann schafft man schon mal in einem Fußballstadion Eislaufen zu gehen. Die Eisqualität ist super. 5 von 5 Schlittschuhen. Runter vom Eis und natürlich müssen wir uns jetzt noch ein bisschen erfrischen und erholen. Das Angebot an Speisen und Getränken ist ja echt gut. Klassische Bockwurst, man hat eine Currywurst oder Champignonpfanne, beides ist ja lecker. Wir haben, nein, mal keinen Glühwein. Wir haben eine heiße Zitrone hier. Also, falls mal jemand irgendwie erkältet ist oder es im Hals kratzt, 3 von 5 Bratwürsten. Spaß vom Eislaufen im Rudolf-Harbe-Stadion. Die Atmosphäre müssen wir noch bewerten. Ich denke, diese einmalige wirklich. Also vor dieser Kulisse, da gibt es 5 von 5 Sternen für das Rudolf-Harbe-Stadion. Und hoffen wir, dass es vielleicht nochmal stattfindet, das Eishockey Open Air als auch das öffentliche Eislaufen. Leute, guck mal, was ich gesehen habe. Hier gibt es sogar einen Hüpfborgen sogar noch. So, ich stehe wieder vor dem Stadion, was ich euch noch mit auf den Weg geben wollte. Hier drin gibt es Stadionführungen jeden Montag, glaube ich. Unglaublich spannend, was man da so erfährt. Ja, das war's schon von unserem Schlittschuh-Test. Wir haben die schönsten Eisbahnen in Dresden-Elbland für euch getestet und bewertet. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns nächstes Jahr im Winter hier in Dresden-Elbland. Gut Ski!